Bildungs- und Lerngeschichten sind ein Verfahren, bei dem die Handlungen eines Kindes gezielt beobachtet und interpretationsfrei beschrieben werden. Ziel ist, die Lernprozesse des Kindes besser zu verstehen und damit Ansatzpunkte für seine gezielte Förderung und Unterstützung zu finden. Die notierten Beobachtungen fließen in eine Lerngeschichte ein, die dem Kind als wertschätzende Rückmeldung über sein Lernen vorgelesen und in sein Portfolio aufgenommen wird. So wird nicht nur die Selbstwahrnehmung des Kindes positiv beeinflusst, auch der Austausch zwischen allen Beteiligten kann intensiviert und sowohl die Bildungsprozesse des Kindes als auch der Erfolg der pädagogischen Arbeit sichtbar gemacht werden. Der Kernpunkt des Verfahrens sind die Lerndispositionen, auf die später noch detailliert eingegangen wird. Bei den Bildungs- und Lerngeschichten handelt es sich um ein offenes Beobachtungsverfahren, offen für die Individualität, die das Kind beim Lernen zeigt, und offen für das, was ihm dabei wichtig ist. Es gibt also keine standardisierten Kriterien, keine Lernstandsmessung und keine Prüfung des Entwicklungsstandes. Das Verfahren ist in verschiedenen Feldern der Kindertagesbetreuung einsetzbar. Mit den Filmbeiträgen auf dieser DVD wollen wir Grundlagen, Praxiserfahrungen und Anregungen vermitteln, die dazu beitragen sollen, die pädagogische Arbeit mit Kindern zu optimieren. Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen und größtmöglichen Erfolg bei der Umsetzung.